Nach der Timelapse zum H9 Flow Build bin ich euch natürlich noch ein Review schuldig und daher gibt es heute einige Infos zu den Komponenten, der Build Experience, Temperaturen, Lautstärke und so weiter. Alles, was man wissen muss. Wie immer würdet ihr mir extrem mit einem Kommentar oder Daumen helfen, damit wir hier wieder etwas in den Algorithmus reinkommen und damit starten wir direkt. Viel Spaß dabei! Das meistdiskutierte Thema ist sicherlich das Design. Viele sind der Meinung, dass das H9 einfach nur ein Klon vom O11 Dynamic ist und wir brauchen natürlich nicht darüber reden, dass die Ähnlichkeiten dieser Gehäuse definitiv deutlich vorhanden sind. Aber ist es jetzt ein simpler Klon? Schwieriges Thema auf jeden Fall. Heutzutage ist es kaum noch möglich, ein massentaugliches und interessantes Produkt auf den Markt zu bringen, ohne dabei Ähnlichkeiten zu bereits vorhandenen Konkurrenzmodellen zu haben. Das H9 ist genau wie das O11 ein typisches Zwei-Kammern-Gehäuse, sprich Netzteil, Kabel, Speichermedien und so weiter befinden sich in einem abgetrennten Raum im hinteren Teil des Cases. Lian Li hat dieses Konzept mit der O11-Serie auf jeden Fall stark geprägt. Das Dynamic ist sicherlich eines der meistverkauften PC-Gehäuse überhaupt, aber auch Jahre vorher gab es bereits andere Modelle, die ebenfalls wieder gewisse Ähnlichkeiten und einen vergleichbaren Aufbau hatten und wo man sich mit Sicherheit selbst inspiriert hat. Die Anfänge müssten sogar im frühen 2000er Bereich liegen, also über 15 Jahre zuvor, und auch im Mainstream-Bereich gab es bereits 2013 Gehäuse wie das R540 von Corsair. Über die Jahre hat sich alles immer weiterentwickelt, langsam kam Echtglas ins Spiel und so weiter. Ich will das H9 oder NZXT hier nicht verteidigen, ich arbeite auch mit Lian Li oft zusammen und habe schon sehr viele geile Systeme in den verschiedenen O11-Varianten gebaut, aber dieses ständige, der hat von dem geklaut, der hat das kopiert, ist in den meisten Fällen meiner Meinung nach relativ unnötig. Es ist eine weitere Alternative, wer es besser findet, holt sich ein H9, wer es schlechter findet, ein O11 oder sonst irgendein anderes Modell und gut ist die Sache, aber eure Meinungen zu dem Thema gerne mal in die Kommentare. NZXT ist maßgeblich für seinen Minimalismus bekannt und daher ist das H9 definitiv ein modernes, geradliniges Dual-Chamber-Case. Es gibt typische Designelemente, die der Hersteller seit vielen Jahren bei allen Produkten immer wieder verwendet und man könnte auch sagen, es ist ein breiteres H7. Die fehlende Strebe in der Ecke mit den angefassten Glasscheiben sorgt für einen unfassbar geilen bzw. clean Look und auch generell ist das Gehäuse optisch und vom Platzangebot extrem gut gelungen sowie größtenteils sinnvoll dimensioniert. Nur in der Tiefe wären 1-2 cm mehr eine gute Sache gewesen, denn die 4000er Karten sind nun mal meistens recht wuchtig und mit dem 12V High-Power-Stecker kann es hier schnell eng werden. Da müsste man im Notfall über einen 90-Grad-Adapter nachdenken oder die Karte zum Beispiel, wie ich es hier gemacht habe, vertikal verbauen, so kommt sie in diesem Gehäuse auch extrem gut zur Geltung. Dafür habe ich übrigens das NZXT eigene Vertical Bracket mit dem PCI Express Gen 4 Riser verwendet. Ein eigentlich cooles Feature von dem Ding ist dieser verstellbare Fuß, um die Karte perfekt gerade ausrichten zu können, allerdings geht das natürlich nur, wenn man direkt darunter eine Netzteilabdeckung hat. Im H9 funktioniert das entsprechend nicht. Die Stabilität ist aber dennoch gut und selbst die dicke RTX 4090 Gaming OC von Gigabyte sitzt nahezu perfekt in Position. Ich würde euch beim H9 übrigens immer die Flow-Variante empfehlen und nicht das Elite-Modell. Ihr spart durch die mitgelieferten RGB-Lüfter eh kaum Geld und dieser Glasdeckel ist schlecht für den Airflow sowie auch optisch in den meisten Fällen nicht mal ein Vorteil oder irgendwie relevant. Nehmt einfach das H9 Flow, holt euch die gewünschten Lüfter dazu und fertig. Damit seid ihr flexibler und habt auch bessere Temperaturen. Was haben wir sonst noch so verbaut? Als Mainboard kommt das N7B650E zum Einsatz. Das ist generell relativ nah am Vorgänger, hat aber natürlich ein paar Verbesserungen spendiert bekommen, wie zum Beispiel den dicken Kühlkörper für den oberen M.2 Steckplatz, eine bessere Spannungsversorgung, noch etwas mehr Auswahl bei den Anschlüssen und logischerweise den neuen AM5 bzw. LGA 1718 Sockel. Und da wir schon eine RTX 4090 verbauen, habe ich mir gedacht, dass wir auch bei der CPU keinen Kompromiss eingehen. Daher wurde hier ein Ryzen 9 7950X verwendet. Der hat 16 Kerne, 32 Threads und boostet mit bis zu 5,7 GHz. Das Teil hat für alle erdenklichen Zwecke wirklich mehr als genug Power. Gekühlt wird die CPU von der Kraken Z73, sprich mit 360mm Radiator und integriertem Display. Als Lüfter kommen sowohl auf der AIO als auch im Gehäuse die neuen F120 RGB Duo zum Einsatz. Wie es der Name schon sagt, sind das die bekannten F120er Fans, allerdings nun mit doppeltem RGB-Ring und somit ansehnlicher Rückseite, was ein großer Vorteil ist, da man diese von 6 Lüftern sehen wird. Sowohl unten als auch seitlich im H9 ziehen wir nämlich frische Luft rein. Übrigens, weil die Frage schon mehrfach kam, wie habe ich diese insgesamt 10 Lüfter angeschlossen? Tatsächlich ist die Anzahl 10 etwas ungünstig, weil bei den Lüfterpaketen immer 3er-Hubs dabei sind und der separat erhältliche Fan- und RGB-Hub 6 Plätze bietet.
In unserer Konfiguration ist es aber dennoch absolut kein Thema, da wir sowohl auf dem Mainboard die nötigen RGB-Anschlüsse haben, als auch noch einen RGB-Extension-Port an der Kraken Z73. Ich habe daher einen 6er Hub, einen 3er Hub und den Extension Port verwendet, somit sind es 10. Ein generell größerer Hub wäre, denke ich, eine gute Sache, denn vermutlich werden die meisten Leute in so einem H9 auf 10 Lüfter setzen. Vielleicht kommt da ja von NZXT noch was. Jetzt haben wir schon über fast alle Teile gesprochen, es fehlt noch der RAM. Das ist der G-Skill Trident Z5 RGB im 64 GB Dual Kit mit schnellen 6000 MHz CL30. Und zu guter Letzt gibt es Strom vom NZXT eigenen C1000 Gold mit dementsprechend 1000 Watt und 80 plus Gold Zertifizierung. An der Stelle nochmal der Hinweis auf das Timelapse Video, ist oben beim kleinen i verlinkt und damit kommen wir nun zum eigentlichen Test dieses Builds. 7950X und insbesondere die RTX 4090 hauen selbstverständlich eine unfassbare Gaming-Leistung auf den Bildschirm. Ich nutze den PC aktuell an meinem eigenen Setup, wo ich vorher eine RTX 3080 hatte und der Unterschied ist absolut gigantisch. Ich spiele in Ultra WQHD mit 200 Hz und optimalerweise dann auch 200 FPS. Jetzt schaut euch hier bei Modern Warfare 2 mal die eingeblendeten Daten an, das ist absolut krank. Man kommt nur selten unter die 200er Grenze, da macht das Zocken auf jeden Fall Spaß. Auch wenn wir uns die Werte der 4090 anschauen, sieht das alles extrem gut aus. Um die 60 Grad, ein ordentlicher Takt von 2745 MHz und die Lüfter drehen dabei mit nicht mal 1400 RPM, was kaum wahrnehmbar und entsprechend absolut nicht störend ist. Die maximale Temperatur nach allen Benchmarks lag übrigens bei 67 Grad, auch das ist natürlich mehr als nur im grünen Bereich, vor allem für so ein High-End-Monster. Das einzige, was mich immer ein bisschen nervt, sind die Temperaturen so einer Ryzen 7000 CPU. Ich weiß, diese Prozessoren sind für dauerhafte 90, 95 Grad ausgelegt, alles gut, aber insbesondere der 7950X macht es einem wirklich schwer, eine gute und sinnvolle Lüfterkurve zu erstellen, weil er teilweise selbst bei geringer Auslastung schon in Bereiche über 70 oder auch 75 Grad geht. Alles nicht unmöglich, aber früher war das irgendwie etwas entspannter. Man kann da noch super viel feintunen, was wir uns gleich auch noch kurz anschauen, aber zuerst noch der Blick auf ein paar Standard-Benchmarks. CPU und GPU waren dabei komplett Stock. Bei 3D Mark Timespy sind ein Gesamtscore von 28.454 sowie 33.681 Grafikpunkte herausgekommen. Die Werte sind üblich bzw. normal, allerdings etwas niedriger als mit einem 13.900K. Intel schneidet bei diesem Benchmark immer deutlich besser ab. Im 3D Mark Firestrike sind wir bei knapp unter 55.000 Punkten gelandet, das ist ein ordentlicher Wert, auch die fast 72.000 Grafikpunkte können sich sehen lassen. Und dann habe ich natürlich auch noch den Port Royal Raytracing Benchmark gemacht, der mit ebenfalls sehr guten 25.719 Punkten abgeschlossen wurde. Bei Cinebench R20 haben wir die typischen Werte, die so ein 7950X eben macht, 14.481 Punkte im Multi und 780 Punkte im Single-Core-Test. Zu guter Letzt, einfach weil ich es immer in den Videos mit drin habe, Shadow of the Tomb Raider in Ultra HD mit dem Ultrahoch Preset. Stolze 184 FPS im Durchschnitt und mindestens 156 FPS. AIO und Lüfter habe ich so eingestellt, dass sie auch unter Last möglichst leise sind. Die F120 RGB Duo drehen zum Beispiel mit maximal 900 RPM und auch von der Pumpe ist kaum etwas zu hören. Für diese High-End-Leistung mit den verhältnismäßig niedrigen Temperaturen, vor allem bei der 4090, muss man sagen, dass das System überraschend leise ist. Trotzdem geht da noch einiges und daher habe ich mit den CPU- und GPU-Settings mal ein bisschen rumgespielt. Für den 7950X gibt es im BIOS PBO-Presets und ich dachte mir, die teste ich einfach mal kurz. Dabei hätte ich aber nicht damit gerechnet, wie effektiv diese tatsächlich sind, ohne dass man selbst weitere Einstellungen machen, sich damit beschäftigen muss und so weiter. Man kann hier entweder einfach nur PBO, also Precision Boost Overdrive aktivieren oder das Ganze mit einem Temperaturlimit sowie dem Curve Optimizer kombinieren, also gleichzeitig eine Art Undervolting durchführen. Ich habe alles mal durchprobiert. Bei einer TJ Maxx von 75 Grad und minus 30 mV bleibt zum Beispiel im Cinebench R20 ein bisschen Leistung liegen, da verlieren wir ungefähr 7%. Bei der alltäglichen Nutzung hat das ehrlicherweise keine nennenswerten Auswirkungen und bringt dennoch sehr viele Vorteile mit sich, aber Leistungsverlust klingt erstmal nie gut und daher habe ich die TJ Maxx auf 85 Grad erhöht, das gibt uns den nötigen Spielraum. Beim Cinebench R20 Run laufen wir jetzt entsprechend in das gesetzte Limit von 85 Grad, logisch, PBO und das Undervolting führen aber dazu, dass wir trotzdem eine Mehrleistung generieren können. Von ursprünglich 14.481 Punkten auf nun 14.840, weil der maximale Boost besser gehalten werden kann.
Weiterhin sind diese krassen Ausschläge bei der Temperatur, nicht nur unter Last, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, nun komplett weg. Es ist also alles kühler, gleichmäßiger und die Lüfterkurven lassen sich dadurch auch deutlich besser einstellen. Nicht jede CPU macht diese minus 30 mV mit, das muss man im Einzelfall ausprobieren und natürlich gibt es noch viel mehr Optionen und Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber dieses simple Setting hat mich bereits vollkommen zufriedengestellt. Die RTX 4090 Gaming OC verwende ich ja schon länger und daher habe ich mein vorher getestetes Setting einfach übernommen. Es ist ein klassisches Undervolting per Kurve, weil das bei dieser Karte tatsächlich die besten Ergebnisse liefert. Wir sparen uns so 2-3 Grad, ca. 100 RPM Lüfterdrehzahl und erreichen unterm Strich eine kleine Mehrleistung. Die Durchschnitts-FPS bei Tomb Raider sind zum Beispiel von 184 auf 187 gestiegen. Das ist nicht die Welt, aber da der Zuwachs mit den genannten Vorteilen einhergeht, ist das eine wirklich geile Sache. Zusammengefasst ist dieses System mit den neuen Settings echt ein Traum. Es ist super leise, bleibt kühl, ist sparsamer und man hat eine unfassbar hohe Leistung. Da kann man kaum an die Grenzen kommen. Wo wir aber hinkommen, ist ans Videoende. Das soll es vom H9 Flowbuild erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren und ansonsten würde ich mich über Feedback, einen Daumen und ein Abo sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.